Buongiorno, da bin ich wieder. Und es folgt eine kurze Zusammenfassung der letzten 2,5 Tage. Ja, was ist alles so passiert? Ich bin tierisch viel unterwegs gewesen, habe mich auch so ein bisschen erholt, bin viel draußen an der frischen Luft gewesen, was ich total geil fand. Also ich bin jetzt nicht so der Frischluft-Junkie. Aber ich glaube, ich mutiere gerade zu einem. Ich habe so ziemlich jeden Weg zu Fuß erledigt, der auch nur irgendwie zu Fuß zu erledigen war. Und war bei einem Freund reiten, was ich total toll fand. Ich bin noch nicht mal, ich bin kein so Wendy-Mädchen, ne? Also ich habe mir die Wender nur gekauft, weil alle anderen die auch gekauft haben. Aber so mit Pferden, ich habe ungeheuer großen Respekt vor diesen Riesenviechern. Aber war ich reiten, ich fand das total angenehm. Und ja, so eine Sachen habe ich dann gemacht. Es war eigentlich so ganz schön. Allerdings habe ich auch andere Sachen gemacht, denn ich war ja noch verabredet mit Freundinnen zum Essen. Mit einer Freundin. So. Total schwer, im Restaurant zu sitzen und da jetzt nicht irgendwie Scheiße zu bauen. Hat natürlich auch nicht ganz funktioniert. Bin ich auch ganz ehrlich. Und ich muss mir da, glaube ich, bald mal Strategien überlegen, wie ich das besser hinbekomme. Dann war gestern, ne, ja, die UNESCO-Gala, vor der ich ein bisschen Schiss hatte, weil ich gar nicht wusste, was ich da machen sollte. Allerdings habe ich mich dann auch im Gespräch mit anderen von euch, ne, also von den Rohköstlern, die das irgendwie schon lange, lange, lange machen, darüber hinaus habe ich mich dann ein bisschen entspannt, ne? Also ganz viele Rohköstler machen das offensichtlich so, dass sie erst einmal Vegetarier sind, ja, dann sind sie irgendwie Veganer, ja, und dann irgendwann schleicht sich die Rohkost dann mehr und mehr ein. Ich bin da ja schon ein bisschen so ein Hardliner im Moment, muss das aber jetzt irgendwie, so habe ich dann mich gestern so ein bisschen rausgeredet, ich so, das muss jetzt hier nicht so krass, geht jetzt gerade nicht anders. Also, gestern halt irgendwie keine Rohkost. Ich kann aber auch sagen, eine Sache ist wirklich interessant. Während ich, ja, eigentlich zu den echten Süßigkeiten-Junkies gehöre, also es ist wirklich so, wenn ich irgendwo Süßigkeiten rumstehe, ich konnte nie irgendwie die Finger davon lassen. Und es blieb bei mir auch nicht bei einem Stück Kuchen. Nee, es mussten gleich 2 oder 3 Stück Kuchen sein oder so. Oder, ich bin auch nicht diejenige, die gerade mal nur ein Gummibärchen essen kann. Sondern es müssen dann irgendwie gleich 2 oder 3 oder 4 oder eine ganze Handvoll oder am besten die ganze Tüte sein. So. Das habe ich gerade gar nicht mehr. Ich habe jetzt seit wirklich einer Woche, was für mich unglaublich lang ist, also seitdem ich hier damit angefangen habe, ne, habe ich keine einzige Süßigkeit mehr angefasst. Ich habe noch nicht mal das Bedürfnis. Also gerade heute, da waren Leute bei mir zu Besuch, ne? Und ich meinte so, weißt du was, nimm die Kekse, den Kuchen und sowas alles gleich wieder mit. Das verkommt hier noch. Und das ist wahr. Der wäre jetzt hier gewesen, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, oh ja, ich muss mich jetzt irgendwie hier mit Kuchen vollstopfen oder sowas. Gar kein Bedürfnis. Und das finde ich ist gerade mal echt der Hammer. Hammer, Hammer. Naja, gestern zurück zur UNESCO-Gala war das halt so, ne? Ich habe den riesengroßen Fehler begangen, nicht genügend gegessen zu haben. Eine Sache für jeden, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich mach's der Milka mal nach oder so, ne? Erstmal vom Arzt durchchecken lassen, ganz wichtig, ja. Und dann nicht unwichtiger, nicht auf die blöde Idee kommen, zu wenig zu essen, ja. Ich bin ja so jemand, ich vergesse auch ganz gerne mal zu essen, ganz, ganz, ganz doof. Und so war dann auch, also das war dann auch gestern gerade der Fall. Ich habe dann ein Green Juice gehabt, morgens, und der war super gut. Hätte ich nie gedacht, dass püriertes Gemüse bzw. entsaftetes Gemüse gut schmeckt. Okay, bei mir war der Obstanteil extrem hoch, damit das Zeug ja süß bleibt, ja. Aber wow, das war ein bisschen wie Boom, 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 Orgasmus oder so. Also, voll geil. Da kommt gleich ein Döls an. Hätte ich nie gedacht. Das ist ein bisschen so. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ich habe wirklich nie Drogen genommen, ich schwöre. Ey. Original. Drogen habe ich nie angefasst, weil.
ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich damit umgehen kann. Und den Test habe ich immer vermieden. Ergo, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich wahr ist, was ich so sage gerade, aber ich glaube, so müssen sich Drogen anfühlen. Das kam, das schoss sofort in den Kopf. Und ich weiß wirklich nicht, warum. Aber egal, war cool, ja. Und ich mache das auf jeden Fall wieder. Vielleicht bin ich ja abhängig jetzt von Green Juice. Und dann habe ich noch einen Apfel gegessen, das war's. Und dann musste ich irgendwie schon los. Dann war halt der Tag fast um. Ich so, oh je. Okay, jetzt noch einen Salat machen oder sonst irgendetwas. Oder dann hier so ein riesen Blab. Da ging gar nichts mehr. Dann hing ich da. Dann war natürlich klar. Ich so, na gut, okay, dann musst du auf jeden Fall, wenn du da bist, musst du was essen. Dann kam da irgendwie alles Mögliche an. Und es war halt irgendwie nichts, was ich jetzt irgendwie so ohne weiteres gegessen hätte. Ich habe versucht, irgendwie die gekochten Sachen dann auch wirklich so zu lassen. Salat war natürlich nicht mit dabei. Das Einzige, was roh ist, war der Kresse, also die Kresse-Garnitur so. Die habe ich aber dann auch natürlich gleich sofort von allen Tellern runtergenommen. Das Brot wollte ich jetzt wirklich nicht anfassen. So. Also ich habe dann irgendwie wirklich gesagt, okay, so ein paar Sachen gehen und ein paar Sachen gehen nicht. Ich habe dann irgendwie so vegetarische Sachen genommen und habe dann mich an dem Gemüse verköstigt und sonst irgendetwas. Aber irgendwie war das immer noch nicht genug. Ach, naja, da wurde mir auch so eine Zeit lang wurde mir da echt schummrig. Keine gute Idee, mache ich auch wirklich Ehrenwort, Indianer-Ehrenwort, nie wieder. Darauf sollte geachtet sein. Also bitte, wirklich war, ich achte da auch echt besser auf mich. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber ein Learning, was daraus entstanden ist, ist, ich muss mich weiter mit dem Materium beschäftigen und ich muss gucken, irgendwie, wie das alle anderen machen. Ich meine, ey, kann ja nicht sein, dass alle Rohköstler jetzt irgendwie keinen Job haben oder keinen Stress oder sonst irgendetwas. Die müssen doch auch irgendwie zwischendrin immer mit irgendwas klarkommen, ne? Bei denen kann sich doch nicht alles irgendwie um Essen drehen. Also habe ich gesagt, weißt du was, ich bleibe jetzt nicht bei diesen blöden, esoterisch-mäßigen Ziele, Glauben, bla bla bla, ist jetzt auch irgendwie shit egal. Ich setze das einfach mal voraus, dass ich das habe und mach weiter mit der Sonnendiät und jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. Was ist das überhaupt? Und jetzt kommt der Typ aber im sechsten Kapitel, im zweiten Teil, nämlich der Ernährung, die ich jetzt wichtig finde, zu folgendem Ding: Was wir essen, hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Art und Weise unseres Denkens, unseres Fühlens und unseres Verhaltens. Wir sind, was wir essen, und wir essen, was wir sind. Die Nahrung beeinflusst jeden Aspekt unseres Daseins. Wow. Wow. Soll heißen, was er eigentlich impliziert damit ist, es gibt gute Nahrung und es gibt schlechte Nahrung, ne? Wenn wir Scheißnahrung essen, wie er sagt, dann sind wir scheiße und irgendwann werden wir irgendwie scheiße. Und wenn wir gute Nahrung essen, was ja diese Sonnenkost ist, wie David Wolf sagt, dann werden wir großartig. Und er geht noch weiter, er macht nämlich ein ganz krasses Versprechen. Wenn deine Nahrung rein ist, gewährt dir der Planet großzügig alle möglichen Reichtümer. Also nach einem Jahr habe ich einen Porsche. Was würde das bedeuten, oder? Ernährung ist der geheimnisvolle Schlüssel zu einem langen Leben der Fülle. Ernährung ist der geheimnisvolle Schlüssel zur natürlichen Lebensweise. Ein solches wunderbares Leben verlangt eine natürliche Ernährung reich an sonnengereiften Lebensmitteln, die in ihrem ursprünglichen rohen Zustand verzehrt werden. Ey, that's a promise. Ja, das ist echt hardcore, was er da gerade sagt. Und das ist etwas, da mache ich, also entweder mache ich da am Ende so ein QID drunter, was zu beweisen war, ja, oder ich sage fail und dann schreibe ich den Brief und sage, weißt du was, das ist alles voll kacke, was du da erzählst. Mhm. Und dann sagt er, dass die Sonnenernährung, also diese Sonnendiät ja extrem einfach ist und auch extrem einfach sein und bleiben muss, ne? Einfach, weil was bewiesen werden muss, ist an sich schon zweifelhaft. Also so zitiert er Arnold Ehret. Und dann auch sagt er also Folgendes: Sobald du kompliziert bist, bist du ineffektiv.
Also muss das Ganze effektiv und einfach sein. Es gibt Hauptkategorien der frischen Pflanzennahrung und die teile ich jetzt gerade noch kurz mit euch. Das sind erstens Früchte, zweitens Blätter, drittens Nüsse, viertens Samen, fünftens Hülsenfrüchte, sechstens Blüten, siebtens grüne Sprossen, achtens Wurzeln, also der unterirdischen oder die unterirdischen Teile von Pflanzen, neuntens Schösslinge, das sind Schösslinge, junge Pflanzen, die sich durch unterirdische Ausläufer von ihren Elternpflanzen ausbreiten. Zehntens Rinde, die äußere Schutzschicht von Bäumen. Elftens Saft, die Lebensflüssigkeit von Bäumen. Zwölftens Stängel. Stängel sind die faserigen tragenden Teile von Pflanzen. Klar, ne? Dreizehntens Wasserpflanzen, also Meeresgemüse, also die Blätter von Meerespflanzen, Algen, also das, was im Hafen rumschwimmt wahrscheinlich. Aber auch Afa-Algen, Chlorella und Spirulina, wo ich auch nochmal erstmal rausfinden muss, was das überhaupt ist. Wikipedia wird es wissen. Und 14. Pilze. Und bei Pilzen sagt er, Pilze sind keine echte Pflanzennahrung. Sie wachsen im Dunkeln und werden nicht direkt vom Sonnenlicht genährt. Ach was. Also Pilze gehören im Prinzip nicht dazu. Naja, was der Unterschied von sonnengenährter Nahrung und von nicht von sonnengenährter Nahrung ist und was Sonnendiät ausmacht und sowas, das erkläre ich euch alles morgens. Da muss ich mich jetzt erstmal auch nochmal ein bisschen durchfuchsen. Ich hoffe auf viele weitere Erkenntnisse, werde mich außerdem auch weiter mit euch lieben Rohköstern, danke, dass ihr zuguckt, erstens. Wahrscheinlich wollt ihr, findet ihr das Ganze nur äußerst lustig. Naja. Und werde mich da ein bisschen mit euch auseinandersetzen und gucken irgendwie, wie man das am besten handeln kann, ohne dass man da irgendwie an Unterernährung zugrunde geht oder sowas. Oder vor allen Dingen, ohne dass man nichts anderes macht, als irgendwelche komischen Salate schnibbeln. Ja, das kann ja nicht sein. Ich hab zu tun. Ne? Ja, we'll check it out. Also ich freue mich schon drauf. Es wird bestimmt wieder eine neue, spannende Woche. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und übrigens, ich sehe total zerwuschelt aus. Ungeschminkt, voll zerwuschelt. Vielleicht morgen mit Make-up.